Wow. Das tat weh. Was war das? Und rote Ampel. Danke, Melder. Jupp, das ist meiner. Guck mal, dein Cutter muss das definitiv mit reinnehmen. Ja, ist bei dir in der Aufnahme oder was? Ja. Ja. Okay. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS 2 Speedrun. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stehen, wo stehen wir überhaupt? Erstmal heute mit dabei ist der Yannick, Lukas, Marcel, Patrick, Stein, die Hightower, Markus. Hallo. Und Schmitty als Gast, nur als Zuhörer. So, wir stehen in Stockholm. Unsere Reise geht zur Fähre, dann setzen wir über nach Turku und dann fahren wir weiter nach Savonlinna. Von Savonlinna fahren wir dann 2000 Kilometer circa hoch in den Steinbruch von Kirkenes. Das wird unser Ziel werden. Nur haben wir heute einen Volvo, der ein bisschen wilder ist. Wir haben nämlich einen ganz normalen Volvo Globetrotter mit einem 750 PS Motor drin, allerdings nicht 3550 Newtonmeter, wie es normal ist, sondern 7100 Newtonmeter. Also der hat quasi das doppelte Drehmoment. Ist ein Mod, findet ihr in unserer Modliste, die ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. So, ansonsten gibt es noch was Neues. Ich blende euch hier mal die Punktetabelle ein. Wir haben nämlich jetzt eine Punktetabelle. Dort wird eingetragen, wer welche Platzierung belegt und dann wird automatisch errechnet, wie viele Punkte derjenige bekommt. Und dann gibt es hier eine Platzierungsliste und da wird dann automatisch geordnet, wer die meisten Punkte hat. Ja, der steht dann dort drin. Dann würde ich sagen, tun wir nicht lang schnacken. Wir haben 10 Kilogramm Luftpost, die wir transportieren müssen. Also das wird nicht wirklich ein Problem für den Kollegen hier. Bei Go geht's los. 3, 2, 1, Go. Und ihr werdet gleich sehen, warum wir ein bisschen aufgeregt sind. Und wir müssen... Ja, moin. Richtig gut da vorne, muss ich echt sagen. Geil, wenn man nicht mal... Also wenn man auf der geraden Stecke nicht einfach mal losfahren kann, wenn es da schon aufhört. Was war denn das für ein Start, Leute? Das war ein Blitztag bei mir. Ja, aber wer war denn vor mir? Wer stand denn da? Ich war vor dir und ich bin aber auf Steini drauf gefahren. Ja, stark. Oh, wer steht? Yannick, oder? Nein, Lukas. Oh, Lukas, stark. Irgendwer mal über. Yannick, ich bin rechts. Ja, ich seh's. So, also, warum das Ganze ziemlich wild wird, seht ihr. Flughafen. Der LKW wird nämlich ca. 190 km/h schnell fahren und das innerhalb von kürzester Zeit. Vorsicht, ich bin rechts. Jupp. Ja. Oh, Jupp, hast du falsches Getriebe verbaut? Nee, eigentlich nicht. Wow. Ah, das tat weh. Was war das? Hey, geil. Was war das? Mir ist einfach ein Auto vorgezogen. Ja, mich hat ein Stau im Tunnel. Sorry, ja, sonst auch langweilig. Wir hatten eigentlich einen roten LKW. Oh, ist hier Colli? Nein. Nee. Nein, auf den Serviceflächen ist keine Colli. Habe ich drauf geachtet. Okay, das heißt, wir müssen noch einmal in Stockholm starten. Habe ich auch gerade gemacht, Tino, das ist gar kein Problem. Also Lukas, Patrick und ich sind nochmal zurückgesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ja. Gut, dann versuchen wir unser Glück neu. So, wir haben einen riesen Anhänger hinten dran mit 6 Achsen. Der LKW hat 4 Achsen. Und ja, alles wild auf jeden Fall. 180 km/h, 180, 190 ist Höchstgeschwindigkeit von dem guten Deine Stück. Die wir halt auch in der schnellsten, also wirklich schnell erreichen. Ja, also in den Kurven Achtung geben. Es ist wirklich krank. Wirklich krank. Alter, ich bin auf 4 hinter. Ich hab richtig Angst. Ja. Ich hab richtig Angst. Lukas, wir näher fahren müssen. Ja, ich weiß. Achtung, Steine. Achso, ich wollte es dir nur sagen. Ich hab's halt verkackt. Was ist denn heute los? Wild auf jeden Fall. Wild. So, warte mal. Patrick hinter mir, Lukas hinter mir. Das heißt, 6. Platz. Oh. Ich hole auf, Tino, keine Sorge. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ich fahre von Natalie, bremst nicht. Alter. Hauptsache hat die Zugmaschine schon 31% Schaden. Das ist aber gut, ne? Ja. Ah, ich hab noch Glück gehabt. So, warte mal, hier Fähre, irgendwo hier ist Fähre-Dings. Oh nee, das geht alles so schnell. Ja. Das ist hier, das fliegt alles rechts und links an mir vorbei, ich weiß gar nicht. Deine, wie viel Schaden hast du?
High Tower auch, ne? Ich habe auch noch 12 Gänge, ja. Eine Scheiße. Ich hoffe, ich habe die richtige Fähre erwischt. Nantali. Nantali, ja. Das müsste an den passende sein. Oh, wir müssen ja gleich abdrehen. Ja. Ja, wir regeln das. Das passende. Das wäre ziemlich nicht zu sehen. Oh, Lex, verdammt. Oh, fuck. Steini! Steini! Boah, Alter, ist das wild. Steini, was machst du? Wow. Oh, da vorne ist Geschrei, das ist gut. Sorry. Hier, was machst du, Alter? Ich steh doch hier. Ja, das Auto hab ich weggedrückt. Ja, ah, mal lol. 100% Schaden, weg. Oh, das ist noch besser? Ja, jetzt fahr ich. Wo bin ich? Turku, jetzt fange ich wieder von vorne an. Ja, Hightower, du bist direkt hinter mir. Achso, alles klar. Oh, du bist auch zurückgesetzt? Ja, ja, ich. Bei mir hat sich auf einmal alles blockiert. Ich konnte gerade gar nichts mehr machen. Okay. Ja. Boah, der schiebt, Alter, auf die Autobahnauffahrt. Ein ganz anderes Gefühl. Wenn du da raus beschleunigst, Junge, das ist unnormal. Heftig, richtig heftig. Leute, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, wenn ihr Streckenvorschläge habt oder sonstiges, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Markus, was machst du? Markus, warte, bleib so, wie du bist. Oh, bitte, lass es gut gehen. Ach, Markus und Tino, ihr... Ich wusste es. Sorry, ich habe andere Seite frei gemacht. Ja, anhalten ist generell die schlechte Idee. Ja, ich habe zu spät die Abfahrt gesehen. Ach, das war so klar. Ja, du mich auch. Bitteschön. Au. Ey, Chaos, Frank, du bist gar nicht hier oben den Kreisel gefahren. Ja, ich bin zurück zur Werkstatt geportet worden. Was hat denn das damit zu tun? Och, Leute. Das Ding hat doch bei mir gerade nur gerade ausgezeigt. Wird beim Hightower auch so sein. Weil wir von der anderen Seite kommen. Wir kommen von der anderen Seite. Ja. Wir sind auch erst den Kreis rauf und dann mussten wir uns wahrscheinlich zurückporten. Scheiße, ja, Mann. Ich frag mich manchmal, was die Leute machen. Ich frag mich wirklich manchmal, ey, ohne Witz, Leute, ich hab die alle lieb, die Jungs, ne, das wisst ihr auch. Aber ich frag mich manchmal, was machen die? Da muss doch oben in der Murmel aus, da muss es doch mal kurz aussetzen. Warum hält man denn an? Wohin? Rechts, links? Mensch, lass das scheiß Navi an jetzt, du Kackhaufen von Auto. Ich wär schon wieder sauaggressiv. So. Wieso hält man denn an? Das versteht doch kein Mensch. Das kann doch keiner nachvollziehen. Meine Güte, ey. Einfach die scheiß Auffahrt da hoch. Und Gudis? So. Jo, ich komm ran. Wir müssen mal ganz kurz eine Aufwertung machen, bitte. Wer hat wie viel Kilometer? Ich habe keine Ahnung, in welcher Platzierung ich mich hier befinde. Du bist Vorletzter. Ich bin Letzter und bin hinter dir. Oh, 300. 400. 410. 350. 391. 366. Okay. Tja, Leute, dann heißt jetzt Augen zu und ich weiß auch nicht. Nein! Lukas, ich... Lukas? Das klang nach Liebe. Das klang nach Liebe. Okay, scheiß Abbiegel. Hau mich weg. Ich hau mich weg. Ich bin wieder zurück nach Tampere geportet worden. Hat sich wiedergelegt? Ja. Wie viel Kilometer? Warte, ich komme 42. Aber, ey, aber da kommst du nicht mit klar mit dem Ding, oder? Alter, ich bin langsam in die Kurve rein. Der ist einfach weiter nach links. Soll ich dir was sagen? Unglaublich. Soll ich was sagen, Marcel? Was? Hier brauchen wir Skill. Das ist das Ding, was? Das ist ganz andere. Hier musst du nicht nur stupide fahren, hier brauchst du Skill. Alles klar. Das werde ich mir merken. Ja, komm ran. Patrick macht sich, schreibt der Chat. Oh, Patrick. Markus. Ein Kompliment. Oh, das war's für Patrick. Ich glaube, das war's für Patrick. Du warst nicht bei mir. Doch, ich bin draufgefahren. Ich habe in die Spiegel geguckt, Kollege. Du warst nicht da. Emotionen! Wir fahren ja gar nicht in Italien heute, Mensch. Da war Emotion pur, hey. So, 186 durch die Stadt, das hat was.
Und der rote Ampel. Da ging die Melder. Das denke ich mir auch jedes Mal, das ist ein Wecker, glaube ich. Ich habe, warte, Kilometer 280, ja. Oh, Lukas auch schon wieder in der Werkstatt. Gut, kein Problem, wir ziehen neu durch. Ich habe nur keine Ahnung, platzierungstechnisch ist es überhaupt nicht sagbar heute. Hat irgendeiner schon geladen? 348 Kilometer. Da bist du hinter mir. 282 habe ich. Da bist du auch hinter mir. Ja, wie viel hast du? Bist du sogar Viertletzter, Tilo. 250. Oh ja, aber gut aufgeholt, ne? Ja, ich war in der Werkstatt gerade. Ja. Aber ich hatte über 200 Kilometer Abstand. Ja, bei 190 km/h ist das hier auch echt nicht das Problem. Das ist richtig. Da fährt man schon ziemlich schnell ran. Ja. Ich würde interessieren, wie schnell der Sechsgang ist. Laut Übersetzung ist es langsamer. Aber wie ich gerade verstanden habe, hat Steini geladen. Steini hat geladen, okay. Ja. Fast 200 Kilometer hat er, 180. Da wird 160, Tino. Naja, ich bin bis vor mir, ich seh dich. Wer ist vor dir, Patrick? Wer hat weniger wie 160? Gibt's jemanden zwischen 160 und Ladepunkt? Ja, 220. Ich hab genau 90 jetzt. Was, 220, Yannick? 22. Ah, da bist du auch vorne. Dann bin ich Vierter. Und Patrick Dritter. Patrick Dritter! Wow. Achtung, Vierter! Steini ist Erster! Du bist Dritter! Steini, Yannick, du! Steini. Steini, Yannick, Patrick, oder? Nee, Markus. Ach, Markus ist auch noch vorne. Ja. Wie viel Kilometer? 80 habe ich noch drauf. 80. Okay. Wow! Da kommt Steini entgegen, oder? Lukas, hast du irgendwas... Nein, ich bin gerade mal über die Fahrbahn gedriftet. Oh. Nee, das ist Markus da vorne. Ja, das ist Markus. Ah. Ich weiß ja nicht, also wenn Steini uns entgegenkommt, ne, also... Ah nee, er kommt uns gar nicht entgegen, oder? Nur ein Stückchen, also mir ist er gar nicht entgegengekommen. Wo geht denn das hier vorne hin? Warte mal, Markus, bist du falsch gefahren? Nö. Aber du stehst da links an der Tanke oder Werkstatt? Ja, ich habe paar Unfälle. Stark. Fahrt ihr jetzt gerade an mir vorbei? Ich sehe euch nämlich nicht. Wir sind an dir vorbei, ja. Du bist da links an der Tankstelle oder irgendwo gestanden. Ja. Kann mich mal kurz reparieren lassen. Patrick, was war denn das? Auf einmal ein Lenk und der hat einfach nach rechts gezogen. Das habe ich gesehen. Oh, sah spektakulär aus. Ja. Platz. Oh nein. Podium, Freunde. Podium. Kann ich mich wieder abschleppen lassen? Mann! Ich muss mich auch abschleppen lassen, ey. Gott verdammt! Alter. Upp, ich komm wieder entgegen. Ja. Alter, das wäre mal kurz 300 km/h zusammen mit Schluss gewesen. Echt aufpassen mit diesem Anhänger hinten dran. Ja, ich weiß, Leute, tanken. Das heißt nix, ey. Wenn die Werkstatt grün ist, ist sie da ausgebaut. Achtung, Marcel. Nein. Jo. Sicher? Achtung, Patrick. Ja, nein, ja, ich muss das kaufen. Wo war denn eine Tanke, Leute? War hier irgendwo eine Tanke? Direkt in der Stadt ist eine Tanke. Ach ja. Ja, aber Fakt ist eins, ich komme nicht an die 180 dran. Ich weiß einfach nicht, warum. Ich fahre auf 173, 174. Ich habe einfach keine Chance gegen euch, wenn ihr mit mir jetzt hier mit 190. Ich sag dir, wie es ist. Das liegt am Getriebe, Yannick. Aber ich habe das gleiche wie Marcel. Sicher, ja, weil es gibt ja zwei Zwölfgang. Du hast das Null. Sicher. Oh, Lukas, pass auf. Ich hol aus. Patrick, Achtung, da kommt Gegenverkehr, ne? Naja. Schaffen wir die Tankstelle da vorne? Die schaffen wir, oder? Ich will hier nicht rechts abbiegen. Oh, da kommt der entgegen. Nein! Hör auf mit sowas! Jungs, seid ihr nicht dicht! Alter! Junge, seid ihr nicht sauber! Ey, mein Stift, der malt richtig derb schon in der Schlüpfer, ey, ohne Witz. Oh. Das war schon Wachsmalstift. Das geht gar nicht. Ey, was ist denn mit dem Speedrun heute?
Ich bin ein Dritter, ne? Das müssen wir schon mal feststellen. Sag mal, wart ihr schon mal tanken? Nein, wir müssen uns auch tanken. Der Tank reicht bis zur nächsten, bleibt ruhig. Markus, komm dir entgegen. Ja. Okay, super gemacht, Markus. Super. Haben wir gut gelöst. Sind wir uns schön aus dem Weg gegangen. Halt, ich muss hier überholen. Fahr ein bisschen links, 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 links. Wow. Junge, leck mich am Arsch. Das war wieder ganz wild. Oh, mein Herz. Ich brauche meine Blutdrucktablette. Das geht ja gar nicht. Wartet da vorne schon tanken? Na, ja. Ja. Alles, was von vorne kommt, hat jetzt Probleme. Wo ist denn Ladestelle? Hier hinten. Ist hier Colli? Nee, ne? Nee. Boah, traumhaft ist, aber das war eine traumhafte Einritt in die Tanke. Ein traumhafter Einritt in die Tanke, Freunde. Da reingerutscht? Ja, ich hab's gesehen, aber weil du ausgewichen bist. Ja, ja. Ich bin nur ein bisschen, dass du vielleicht an mir vorbeikommst, ne? Na, ich bin stehen geblieben. So, Janik, jetzt nochmal Kilometer, wenn du mir sagen würdest. So, jetzt tanken fahren. 1340. Ich weiß nicht, ob. 80 Kilometer. Oder fahr ich auch 100 zum Tanken? Danke für die Resubs, Leute. Sehr lieb von euch. Ich fahr tanken. Ja, genau. Nee, ne? Was ist das denn? Alter. Okay, ich fahr nicht mehr tanken. Oh nein. Ich bin in der Luft. Da fliegt einer. Oh nee, Alter. Alter, was war das? Warum immer ich? Ey, Scheiße. Ich seh grad nur, wie einer vom Himmel fällt. Ja. Oh, leck mich. Also, Alter, Tino, dein Cutter muss das definitiv mit reinnehmen. Ja, ist bei dir in der Aufnahme oder was? Ja. Ja. Okay. Hightower ist mir so reingefahren, dass ich nach Afrika geflogen bin. Oh ja. Alter. Also, aber fliegen tut der LKW echt schnell, finde ich. Ja. Also, hab ich ja gar nicht die Erfahrung. Wenn er liegt, dann fliegt er gefühlt fünfmal durch die Luft. Ja. Achtung, Tino, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Auf der rechten Seite könnte ein LKW liegen geblieben sein. Ja. Ich wusste gerade, leider auf der Auffahrt hatte ich einen LKW vor mir und den musste ich hinterher zuckeln. Ja, du kommst sowieso leicht dran, also von daher. Ja, ich hab jetzt 1380. Na gut, wo ist denn jetzt hier eine Tanke? Bist du immer noch? Wie fährst du? 1300. Bist du eigentlich verplatzt, Tino? Drei. Dritter. Oh, ich bin Vierter. Ja, Lukas, Vierter. Komm, lass mal Punkte holen. Da wäre ich auch, Alter, mini gehauen. Also wir haben 1300 Kilometer, Alter, und sind deutlich schneller. Wir sind in der Spitze 30 km/h schneller wie die. Wenn wir sauber fahren, wenn wir das sauber durchziehen und uns keiner hier irgendwie von der Straße bombt, ne? Man weiß ja nicht, manchmal machen die NPCs auch wilde Sachen. Wie jetzt zum Beispiel. Dann, jetzt zum Beispiel, 100, über 180. Jetzt machen wir richtig stark gut. Jetzt holen wir auf. Jetzt holen wir richtig auf. 183. Nicht so schlecht gefahren jetzt. Jetzt kommen wir ran. 35 Kilometer Überschuss. Okay. Janik, wie viel hast du auf der Geraden geschafft? Echt nur 150? Ja. Krass. Wo warst du denn? Ich war vor Markus. Ja, dann ist der von der Sub, ja, Leute. Park wir sind echt dran. Wie viele Kilometer hast denn du? Ich hab jetzt noch. Warte mal, ich muss den warten, bis er leer. 1200. Es wird so spannend, ey. Ja, es wird so spannend. Steini, warst du schon reparieren? Okay, auf wen muss ich jetzt warten? Auf Patrick? Ja, ich hab nämlich jetzt noch 1300. Und wie viele Kilometer? Aktuell 1000. Wir sind 90 Kilometer an Steini ran. Wir sind 90 Kilometer an Steini ran. Okay, Platz 2. Wir haben Janik überholt. Das muss ich schon sagen. Jetzt keinen Scheiß machen. Mann, das reißt dich. Merkt sich die Überkraft. Bitte lass den 12. Gang noch da sein. Ja, gut, sehr gut. Aber Steini hat übel verloren, glaube ich. Ja, der wird schön vorsichtig wahrscheinlich da vorne fahren. Ja, und er musste in die Werkstatt. Weil Steini hat gerade nur noch 90 Kilometer gehabt vor mir. Weil wo er 1000 gesagt hat, hatte ich 1090. Ja, du kennst aber auch nicht die Strecke, die jetzt vor dir kommt. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Ja, mag ja sein, aber müssen wir ja alle durch. Ja. Ich mag's, wenn es nicht nur geradeaus geht, da kann ich mein Können zeigen.
Aber was meinst du denn mit Strecke, die vor mir liegt? Meintest du die Kreisverkehre? Die drei Stück da oder was? Nee. Nee, das psychologische Kriegsführung. Ach so, ich dachte schon, ich war so einbedruckt, so unbeeindruckt gerade. Genauso wie dieses Gegenverkehrsspiel, ne? Ja. Ja, ich denke mal. Patrick, ich komm links. Ja, ich seh dich, ich hab dich im Spiegel. Ach du Scheiße, hier ist eine Schotterpiste. Hä? Steini, was ist das denn? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ach, Lukas, du hast eine Werkstatt. Ey, wieso fahren wir denn Offroad, Leute? Ja, weil Baum. Wie war das mit der Strecke? Die wirst du auch nutzen, wahrscheinlich die Werkstatt, oder? Ja, ich werde die Werkstatt nutzen. Ich hab's ja auch genutzt. Schönes Überholmanöver, Hightower. Bitte? Das schönes Überholmanöver. Ja, ne? Ich fahre einen Steini, wie schnell fährst du über den Schotter? Ja, geht schon was. Na, da geht gar nichts. Naja, ja. Steini ist ja auch schon wieder auf Asphalt. Schafft ihr schneller wie 70? 81 gerade. Boah, leck. Patrick, wie viele Kurven hat so 90? 1100. Boah, wieso rutscht denn meiner so weg? Ja, meiner rutscht auch wie sonst. Brauchst du eine Werkstatt? Hier ist die Werkstatt gleich. Auch keine. Ich auch. Aber du kannst, aber kannst schön mit Bremsen, kannst du den schön gerade ziehen wieder. Ja, Auflegerbremse. Die habe ich mir auf die Konsole vom LS gelegt, die Auflegerbremse. Okay, ich bin raus. Der zieht ja hinten sowas von weg. 104. Lol, das ist heftig. Das ist krank, Alter. Das ist echt viel. Das ist richtig heftig. Junge, Junge, Junge. Ja, der Trick ist auf dem Gras zu fahren. Lol. Müssen es ja fast, oder? Eigentlich ja schon. Kannst du es ja nicht geben? Oh, Scheiße. Aber ein Offroad-Reifen drauf machen, nur für so ein kurzes Stück, macht ja keinen Sinn. Nicht wirklich, Leute. Nee. So, Janik, das müsstest du gut aufgeholt haben. Boah, es geht. Also ich hab das Tanken jetzt weg, das heißt, wir können Vollgas durch. 40 Kilometer bin ich hinter dir. Nee, das ist Aufwand. Wir haben natürlich jetzt am Ende mehr getankt, wie wir eigentlich bräuchten. Keine Ahnung. Dafür haben wir den Stress nicht. Wir können halt voll durchziehen. Wie es mir gekostet hat gerade. 187, geile Scheiße, Alter. Das fetzt so sehr, ey. 187. Aber man kommt doch niemals mit einmal tanken komplett durch. Das kannst du mir nicht erzählen. Oder? Nee, kommst du auch nicht. Jetzt, wo ich losfahre, fährt der KI los. Ja, ganz genau, ne? Ich bin Zweiter zur Zeit, ja. Bist du schon unter 600, Steini? Ja. Und auch nochmal getankt. Wie viel Kilometer? 5,31. 5,31? Ich sehe dich auf der Karte. Ja. Und tankst gerade, oder was? Ich hab getankt. Das wird knapp. Du fährst schon wieder. Ja. Muss mich ja eh. Das wird schwer. Das wird fast unmöglich. Ich bin ja nicht vorgeportet, oder wohl? Das wird fast unmöglich. Oder generell. 70 Kilometer. Weiß nicht, ob wir die aufholen. Ich meine, wir rollen gerade mit 190 auf ihn zu. Das ist sehr gut. Er musste anhalten. Ja, da bist du eh gleich vor mir, weil ich noch auf die Autobahn drauf muss. Sehr schwer. Da muss alles passen. Oder vielleicht bei ihm sogar noch was passieren. Ich weiß nicht, der kommt irgendwie immer entweder auf den Knopf oder. Ja, ich denke, das ist einfach. Nee, ich rede mit dem Chat so ein bisschen. Achso. Also, weil ich. Sonst labere ich euch hier die ganze Zeit zu. Das ist gut, wir haben nichts weg. Oh mein Gott. Boah, die zweite Schotterstrecke. Boah. Wie viel Kilometer, Tino? Vor mir mal selbst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 200 Kilometer zurück. Wie viele Kilometer hast du jetzt? 556. Du müsstest vor Tino sogar sein. Nein, ich hab 657. Wir hatten weniger wie 550. Ja, Steini nur. Ihr habt alle mehr? Ja, sicher. Ja. Du bist vorgekommen. Nee, dann bist du ja vor dich zurück, Tino. Ja. Wenn du zurück wärst, dann wärst du jetzt da, wo ich jetzt bin, bei 700. Ach nee, ich hatte 535 und bin jetzt bei 550. Lull. Oh, lol. Stimmt. Ach, hier ist der Kreisverkehr wieder. Lol. Ja, wie geil. Perfekt.
Da hattest du jetzt aber mehr Glück, ey. Ja, aber Glück richtig Glück. Verstand. Ja. Ich bin Fünfter. Ne, Tino ist Zweiter vor mir. Ach, das ist Zweiter? Ich bin Zweiter, ja. Ach, stimmt, Janik ist ja noch dazwischen. 100. Ja, ihr habt mich die ganze Zeit vergessen. Ihr fragt immer nach Tinos Entfernung, aber ich war noch zwischen euch. Ich dachte mir, okay. Dann melde dich mal doch mal, Janik. Ich habe auch genug was gesagt dazwischen. Oh, stimmt, ja. Nee. Janik, wie viele Kilometer hast du denn? 530. Ah, das schaffe ich, das hole ich auf. Ich nehme jetzt hier erstmal kurz die Werkstatt. Nein, ich stehe und habe keinen Schaden. Zwar nur mal schnell Drift an der Wiese. Der LKW ist so krank. Ich gebe so wenig Gas, Leute, ich gebe so wenig Gas. Und trotzdem zieht er weg, ne? Ganz krank. Ja. Aber das geht auch im Gras fahren, wenn er Gras ist. Problem ist jetzt links, rechts, Dings. Doch. Ja. Ja, das schlägt mit Gras. Ja. Davor habe ich leider am meisten Schiss. Steini, Kilometer? 370. Boah. 110 vor mir. Ah, die Werkstatt. Ja, Kilometer? 500. Aber du bist nicht mehr auf Schotter, Steini, oder? Nee. Wie weit war denn der Schotterweg? War der sehr weit? Du bist, glaube ich, etwa in der Hälfte jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr im Leerlauf an die Tankstelle rollt, weil der Tank leer ist? Gibt es jemanden, der aber das ist nicht gut. Bei dir der Fall. Doch. Ja, ich denke, du hast getankt. Ja, das denken alle. Du gehst jetzt erst tanken? Ich gehe jetzt tanken. Oh! Okay. Das freut. Also was ich krass finde, wie die Tankanzeige runterrennt. Ja. Bei dem LKW. Also das ist zu heftig. Die Kilometeranzahlen, wie weit du kommst. Das ist einfach zu krass. So, 250 sind es bei mir. Müsste ich ja eigentlich rangekommen sein, hä? Steini. Wie? Müsste ich ja eigentlich rangekommen sein an dich. Vielleicht. Ja, sag doch mal, komm. 180. 180? Ja. Ah, 50 Kilometer. Ist krass, was einmal tanken 80 Kilometer ausmacht, ne? Ja, einmal komplett neu beschleunigen, gell? Aber ich hatte heute überhaupt keine Probleme mit Umschmeißen. Da muss ich echt mal mich selber loben. Ja, also stabil stehen tut er auf der Straße. Man auf jeden Fall. Bis halt auf Rutschen bei 180, aber das ist, glaube ich, irgendwo geschwindigkeitsgegeben. Oh, ja, die Schotterpiste ist mies. Ja, so in den Graben rein, da kam ich schon mal raus. Ich habe schon direkt abgesteppt. Limit, Leute. Limit. Ja, ich glaube, es ist vor mir. Da ist ein Zaun. Ist das gut oder schlecht? Mittel. Das ist gut. Mittel. Das ist gut für uns. Och, da war ein Mini-Zaun, ey, Alter. Und los geht's. Party. Ah, da ist einer schon im Steinbruch. Mhm. Steini ist reingefahren schon. 68 Kilometer nur noch, das gibt's nicht, ey. Steini, das. Wie viel hast denn du? Er konzentriert sich gerade. Steini hat Scheiße gebaut! Steini hat Scheiße gebaut! Marcel, pass auf, rechte Seite, aufgelegt. Jo. Oh lol! Aufgelegt? Oh wow! Gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist nicht um die Kurve gekommen. Nee, Motor abgewürgt. Hä? Motor aus wegen Schaden! Och Mann, ey. Emotion pur hier, ey. Okay, Schluss. Tja, jetzt habe ich Steini vor mir auf der Schotterpiste. Und jetzt? Was war denn gleich nochmal die Regel, wenn man nach vorne gepointet wird? Einen Platz wenn abgeben, andere, wenn der wenn weiter der ist. Weit weg ist. Eine Minute warten. Eine Minute, okay.
die Strecke hier ist einmal von anderem Stern, hey. Wir hatten die gleich nochmal ausgesucht. Du! Ach so. Ja. Ich bin doch nicht mal über die zweite Schotterpiste gekommen. Jedes Mal bei der gleichen Stelle. Nicht schlecht, Steini. Nicht schlecht. Ich hab dich eigentlich gedacht, das war's. Alter, die betteln sich ja da, hey. Lukas, du bist ja der Fahrer. Ja, ja. Bei da wo dieser Grenzübergang ist, in dem einen Dorf da. Ja. Ich hänge geblieben. Kam nicht mehr weg. Nee. Ach, leck mich doch am Sommer wieder selbe Stelle. Ich hör auf. Nein, hab ich keinen Bock mehr drauf. Steini, lass mich vorbei, komm. Leck mich doch am Sommerhut. Steini, komm, jetzt lass mich vorbei. Steini, lass mich nicht vorbei. So, jetzt machen wir mal hier einen Dreikampf auf, hier einen vernünftigen. Oh Gott, ja. Ey, ich sehe schon schwarz jetzt. Ja. Ja. Schneller wie 50 sind die zwei auch nicht. Ich bin jetzt prima in Ruhe an. Ja gut, ja, dann ich mit vom Abstand her sind die weg. 85%. Ja, dann fahr dich zurück zur Werkstatt. Nee. Janik, wie lösen wir das? Ich wäre vielleicht ein bisschen schneller, ne? Ich fahr halt das erste Mal. Ist mir egal, du bleibst hinter mir. Sicher? Janik, schub ihn in den Graben rein. Der hat sowieso keine Chance gerade. Und wenn, dann schießt er uns beide ab. Das ist richtig, und das ist nicht die Intention dahinter. Dino versenkt. Naja, ey, wie soll man auch bei mit so einer Bergaufbremse wie bei dir, ey, hinterherfahren? Ja, aber in einem Zug um die enge Kurve. Naja, sicher, ohne aber. Ein Kratzer. Da hast du ja auch angehalten davor. Ja, trotzdem im Gegensatz zu dir nichts verloren. Alter, das mal hier ganz anders wieder, ne? Boah, Alter. Heftige Nummer hier. Wer bergauf langsamer und die Drehzahl unten geht hoch. Zu hart, ey. Mach bei mir letzten Platz aus. Jungs, ich bin raus, ich bin der Schwarz. Patrick, ciao, ciao. Okay. Ciao, ciao. Sorry. Deine lass mich vorbei jetzt, ich bin schon wieder an dir dran. Komm schon, Steini. Selber, in welchem Gang fährst du? Gerade den 9. Aber da kannst du schalten, hoch, runterschalten, hoch, runterschalten hier. Man weiß, das sind noch 11 Kilometer, ne? Ach Steini, jetzt wirst du aber richtig mutig, ja?
Aber Lukas, du bist hängen geblieben, ne? Ja, bin vorne eingestochen. Ah, okay. Hat sich quer gedriftet. Naja, das ist also die Kiste, was die Kiste auf dem Schotter rutscht, ne? Boah. War dran vorbei. Mach ich auch. Nein! Kommst du weg, Lukas? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ah, der bleibt da irgendwie in der Mitte hängen. Schaut's bei dir aus, kommst du da weiter? Nee. Ah, scheiße. Wir uns, glaube ich, beide verhangen. Ja, dann fahr ohne Auflieger weiter, oder? Ja, hilft nix. Machen wir es wenigstens ohne zu Ende. Hey! Naja, die Aufgabenrate ist heute recht hoch. Ja. Scheiße. Kommen wir hier rum? Warte. Fahr mal mit zurück. Fahr mal mit zurück, Steini. Ah, ich bin raus. V drücken. Lukas, ich bin raus. Ich komm. Okay. Warte, noch ein Stück zurück, Steini. Noch ein Stück. Schieb mal noch weiter. Schieb. Ja. Schieb. Gut, fahr mal vor. Okay, mit Auflieger bin ich raus. Ohne Auflieger ist das Ding richtig pervers. Echt? Ja, sonst habe ich immer mit der Anhängerbremse gespielt. Ja, also ich bin mit Anhänger noch rausgekommen. Seid von 8 auf 4? Ja. Ja. Warum 8 auf 4, hä? Wer fährt denn überhaupt noch? Außer Steini, Tino, Lukas und ich? Ich fahr ja auch noch. Auch noch. Ich hab bloß gesehen, dass irgendwer ist raus vorher oder ja, Hightower ist raus. Raus. Dann sind wir 6 noch. Janik ist auch noch da, ja. Mach ich ihn, Leute, mein LKW hat sich hier in dem Stein verbuggt. Zurücksetzen. Ja, den ja. LKW geht ja nicht. Den LKW, den Auflieger. Hm. Ich kann versuchen von hinten zu schieben. Oh, Lukas, alles was geht. Vollgas. Attacke. Ja, der ist halt in so einen Stein reingebackt, da geht gar nichts mehr. Lol, Aufliegerschaden habe ich gerade bekommen, der Auflieger ist gar nicht handelt dran. Ja, aber der ist immer noch, wird immer noch nachberechnet. Der backt wahrscheinlich hier rum. Ja. Aber ich müsste jetzt locker Patrick und Hightower überholt haben. Ja. Ja gut, da wird schwer mitschieben, Tino. Oh lol. Und weg ist er. Oh. Okay, ich bin dann mal zurück im Rennen. Naja, ich fahr mal ohne weiter, wa? Tja, was soll ich machen? Mein Auflieger ist.
Wie, du fährst ohne wir zwei denn? Ja, mein Auflieger ist von der Karte unter die Karte geflogen gerade. Ja, also da wo ich wollte gerade von hinten anschieben, ich wäre auch durch die Karte jetzt gefallen, wenn ich da nicht wieder rausgekommen wäre. Ja, da ist ein Loch tatsächlich. Oh. Ach, Scheiße. Also Freunde, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt 500 Meter vom Ziel, habe ich meinen Auflieger verloren. Ich hätte es tatsächlich so gewertet, erster Steini, ist klar, zweiter Marcel, auch weil er mit Auflieger angekommen ist, dritter dann du, Tino, und vierter ich. Aber Marcel ist da gar nicht vor uns. Ich bin hinter Lukas reingekommen. Ist hinter mir reingekommen, aber halt mit Auflieger. Richtig, Lukas ist auch ohne Auflieger weiter. Ich bin halt auch ohne Auflieger weiter, ich meine auch. Was passiert denn jetzt, wenn ich noch ankomme mit Auflieger? Dann bist du Dritter. Wärst du rein theoretisch Dritter, ja. Rein theoretisch, okay. Ja, weil Challenge ist ja mit Auflieger, ne? Also ich hab Zeit heute. Also ich verliere jetzt alle Plätze nach hinten wegen den 500 Metern. So schaut's aus. Ah. Wir machen halt nur einen Platz nach hinten. Das heißt, ich kann mir auch Zeit lassen. Weißt du was, weißt du was, Lukas? Soll ich dir was sagen, Lukas? Hä? Weißt du, was Marcel gemacht hätte? Was? Er hätte seinen Command eingegeben, hätte sich wieder auf die Straße gesetzt. Nein? Doch, das hast du schon ganz oft gemacht. Das war einmal? Nein, das war nicht einmal. Einziges Mal. Ja, einmal, wo wir es gesehen haben. Einmal? Also ein Platz nach hinten, ein Platz ist das nach hinten fair? Durch Auflieger, würde ich jetzt fair finden. Ich war halt wirklich 500 Meter, ne? Es war dumm. Also ich habe die Chance gesehen, Steini zu überholen. Es hat nicht geklappt, aber es war knapp. Ich gehe auch einen Platz nach hinten, da rückt halt einfach Marcel quasi durch auf Platz 2. Also, Steini 1, Marcel 2, Tino Lukas 3-4. Gut, dann würde ich sagen, erstmal hier fürs Video, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst das Däumchen da, hat mich sehr gefreut, meine Lieben, und Mittwoch Livestream. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das nochmal sehen wollt hier mit dem, ob wir den nochmal fahren sollen. Und wir sind erstmal raus, bis dahin, tschüss und ciao.